Hi, hier ist nochmal Reflex. Willkommen bei Fit wie Turnschuh. Jetzt kommen wir zu Step 4. Das ist auch aus dem Bereich Top Rocking. Das ist der letzte Bereich vom Top Rocking, den ich für heute zeigen werde. Genau aufgepasst. Dieser Schritt heißt Cross Four Corners. Wobei auch dieser Schritt etliche Variationen hat, auf die wir später zu sprechen kommen. Ich werde sie euch noch erklären. Jetzt erstmal müssen wir den Basic-Schritt lernen. Cross Four Corners ist fast wie der Corners, vier Corners. Aber er ist nicht derselbe. Aufgepasst. Er hat dasselbe Schema, vier Ecken, bloß er hat noch ein Kreuz drin, das erkläre ich euch. Der ist etwas komplizierter, genau aufpassen, okay? Kick, Step, 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 Kick. Kleiner Halbmond, ja? Und dann Kick. Von der Seite könnt ihr es auch nochmal sehen. Kick, Step, 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 Halbmond, Kick. Wenn wir einen Kick machen, ziehen wir unseren hinteren Standbein zur gleichen Zeit nach hinten, um ein besseres Gewicht zu verlagern und es auszubalancieren. Später seid ihr so schnell, dann ist es viel einfacher. Jetzt im Moment wird es schwer sein, weil ihr es langsam macht. Ist euch auch noch was aufgefallen? Ich setze ein Bein nur dann auf, wenn das andere in die Luft geht. Das gibt es nicht bei dem Schritt. Entweder ist das linke unten oder das rechte. Eins von beiden. Niemals beide. Aufpassen. Kick. Step. Step, Step, Kick, Step, 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 Kick, Step, 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 Kick, Step, 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 Kick. Jetzt etwas schneller. Und noch schneller. Kommt auf den Beat an, ja? Okay, aufgepasst. Körper. Eindrehen. Wie bei dem Four Corners, wo wir die Schritte mit mehr Expression gemacht haben. Habt ihr es gesehen? Genau dasselbe mache ich auch hier. Immer zur Audienz. Ja? Wichtig, wenn wir das machen, dann hat das auch Flavor. Sonst tanzt ihr so. Das will doch keiner, oder? Aufpassen. Nochmal zu Cross Four Corners. Wenn ihr diesen Schritt macht, achtet darauf, dass die Arme nicht irgendwo hin geistern, sondern wenn ich den Kick gemacht habe und den Step und jetzt rüber will, dann geht mein Becken rüber, Step, und die Hände sind so. Sieht aus wie Eiskunstlauf. Wenn ihr es so macht, macht ihr es richtig. Ja, und nicht hier irgendwo hin oder so. Aufpassen. Zack, 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 zack. Und es gibt immer noch Leute unter euch, die den Schritt vielleicht können. Dann sollten sie den hier versuchen. Das ist der Doppelte. Es gibt den einfachen Doppelten und es gibt den etwas schwereren Doppelten. Obwohl der schwerere nicht schwerer ist, er sieht nur besser aus. Ich mache mal den einfachen. Das ist der hier. Merkt ihr? Doppel, Doppel. Doppel, Doppel. Ich bevorzuge eher den. Der sieht besser aus. Habt ihr gesehen? Dreifach, ja? Also, ich mache mal doppelt, damit ihr nicht durcheinander kommt. Da war er. Viel Spaß beim Trainieren.